Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Im letzten Q&A habe ich ja versprochen, dass ich ein Video dazu mache, wie man mit Musikproduzieren anfängt. CLR831 fragt, wie fängt man am besten mit Musikproduzieren an? Und hier ist es. Und da sind wir auch schon beim Sponsor dieses ganzen Videos, Google, vielen Dank. Ich hatte die Idee auf jeden Fall schon länger gehabt und es hätte nicht besser passen können. Also was erwartet euch in diesem Video? Ganz klar, ein kleines Selbstexperiment und zwar wirklich mit der Frage, wie fange ich mit Musikproduzieren an? Was das jetzt für mich konkret heißt, ist einfach, alles was ich über Musiktheorie, Musikinstrumente oder diverser Programme weiß, schmeiß ich komplett über Bord. Und versuchen wirklich von Null an anzufangen. Und das nur mit der Hilfe von den Google-Suchfeatures. Ich würde sagen, wir fangen mit der großen Frage an. Wie fängt man mit Musikproduzieren an? Hier ist ein Video von Tubo. Ne? Was braucht man, um Musik zu produzieren? Was ich eigentlich eine bessere Frage finde. Hier ist halt eine ähnliche Frage. Was braucht man alles zum Musikproduzieren? Da würde ich doch sagen, klicken wir hier drauf. Also, wir brauchen einen Computer, ein Audio-Interface, gegebenenfalls Mikrofon, DAW-Software. Okay, Computer haben wir. Und ich nehme mal an, nicht jeder hat ein Audio-Interface, also lassen wir das erstmal weg. Mikrofon lassen wir auch mal weg. Das ist jetzt auch für die meisten nicht so relevant erstmal. Mich würde auf jeden Fall als erstes DAW-Software interessieren. Deswegen gucke ich jetzt mal, was ist DAW-Software? Laut Wikipedia ist es eine Digital Audio Workstation. Ist ein computergestütztes System für Tonaufnahme, Musikproduktion, Abmischung und Mastering. Okay, das ist das, was wir brauchen auf jeden Fall. Hier werden auch ein paar ähnliche Fragen vorgestellt. Welche DAW für Anfänger? Studio One? Oh. Okay, Cocos Reaper. Auf jeden Fall weiß ich jetzt, dass DAW-Software kosten. Und jetzt will ich wissen, ob es auch DAWs gibt, die umsonst sind. DAW gratis. Das ist auch für mich eigentlich immer persönlich mega interessant, dass ich immer gucke, dass der Artikel oder der Eintrag ziemlich aktuell ist. Also 2021 ist eigentlich immer ganz gut. Audacity, ne, spricht mir auch nicht an. Ne? Also ich gucke schon gerne auch auf die Optik des Programms. Jetzt ungeachtet davon, dass das hier ein Selbstexperiment ist, aber ich sage, okay, ich möchte mit Ableton Live Lite mal arbeiten, weil hier steht maximal 8 Spuren. Ansonsten darf ich auch eigene Plugins installieren und es sind ein paar interne Effekte dabei. Also wie gesagt, ich habe mich jetzt für Ableton Live Lite entschieden und habe jetzt hier auch gelesen, hier war wieder ein Keyword, Plugins. Ich gehe jetzt vom Unwissendsten des Unwissendsten aus. Also was sind Plugins? Okay, VST Plugins. Neues Keyword gelernt, ne? Okay, es gibt virtuelle Instrumente, Synthesizers, Drum Machines. Da müsste man sich dann auch reinfuchsen. Piano, Flügel, Gitarre, E-Bass. Was ist ein Sampler, das habe ich noch nie gehört. Ein Sampler ist ein elektronisches, meistens über MIDI ansteuerbares Musikinstrument, das Klänge jeglicher Art aufnehmen, diese in Form von Samples speichern und Befehl in verschiedenen Tonhöhen wiedergeben kann. Jetzt habe ich schon wieder ein neues Keyword gesehen. Das Wort MIDI, was ist MIDI? Musical Instrument Digital Interface. Okay, kurz MIDI. Ist für den Austausch musikalischer Steuerinformationen zwischen elektronischen Instrumenten. Also sowas wie Noten zum Beispiel überträgt es und die Anschlagstärke und so weiter und so fort. So Leute, ich habe jetzt mir Ableton Live Lite installiert und ich habe keinen blassen Schimmer, wie dieses Programm funktioniert. Ich möchte gerne in dem Stil von meinem Lieblingssong produzieren. Ich weiß gerade nicht, wie der Song heißt und da hilft mir halt der Google Assistent und das mache ich jetzt wie folgt. Ich versuche das jetzt in mein Handy hier reinzusingen. Das wird peinlich. Okay Google, wie heißt der Song? Rockstar. Rocks. Klingt wie einer davon. Kann man das sehen? Ich weiß es nicht. Da oben steht David Chen und darunter ist Post Malone. Post Malone sagt mir auf jeden Fall eher was als David Chen. Das ist auf jeden Fall so ein Style, den ich gerne bauen würde. Post Malone, Rockstar, Musikrichtung. Okay, also Rockstar ist Trap-Musik und ich möchte gerne Trap produzieren. Jetzt ist natürlich die Frage, wo kriege ich Trap-Sounds her? Eher Trap-Sounds for free, weil Kohle will ich auch nicht ausgeben. 50 Free Trap 2020. Ja, das oh, es lädt schon runter. Und so schnell hat man dann neue Sample Packs. Also, Sounds haben wir. Und jetzt muss ich mal gucken, ob Ableton einen Sampler hat. Okay, das Ding heißt also Simpler. Cool. Wie benutze ich das hier aber jetzt? Also unter Instrumente haben wir Drum Rack, Impulse, Instrument Rack und Simpler. Drum Rack klingt auf jeden Fall schon mal interessant. Ich habe noch gar nicht angefangen, muss mich noch gerade die ganze Zeit einlesen, was hier ist. Ah, okay, das ist der Drum Rack, alles klar. Ich muss mal gucken, wie man in Ableton Musik aufnimmt.
Also wie man hier sehen kann, hat Ableton hier ein paar Tutorials ready gemacht. Würde ich mir auf jeden Fall angucken, aber dadurch, dass ich nicht so viel Zeit habe, mich jetzt gerade da durchzusuchen, überspringen wir den Punkt einfach mal und tun so, als hätte ich das jetzt schon gemacht. Wechsel dann in die Arrangement-Ansicht. Das sind jetzt die einzelnen MIDI-Spuren, da ist das Stichwort. Und ich habe jetzt halt in dem Tutorial von Ableton gelernt, dass man quasi die Instrumente wie Instrument Rack hier reinziehen kann auf die Spuren. Jetzt muss ich mal Google fragen, wie baut man Trap-Drums? Blank clip for us, so that we can insert some drum, kick drum patterns. Now you should hear a very basic kick and snare pattern. Okay. Ich gucke jetzt noch mal nach ein paar Tutorials. Das war kein guter Tutor. So, ich habe jetzt mein Grundgerüst an Drums gebaut. Gebt euch das. Erfolgserlebnis pur. Also jetzt ist natürlich die Frage, wie schreibt man eine Melodie, weil ich ja gar keine Ahnung davon habe. Und wenn ich jetzt keinen Plan davon hätte, würde ich jetzt gucken, ob es nicht einen Melodiegenerator gibt. Dope Loop AI. Das klingt auch schon mal nice. Naja. Das klingt cool. So, ich habe jetzt diese MIDI runtergeladen und die MIDI-Datei habe ich gesehen, dass man die in Ableton rein importieren kann. Ah, ja, mega geil. Gucken wir einfach mal, was noch für Sounds hier sind. Vielleicht kriegt man noch was Cooles. Oh, das ist noch geiler. Was haben wir denn noch für Sounds hier? Irgendwelche coole Sounds. Oh, hier sind auf jeden Fall die Noten, die verwendet worden sind. Es hat mit G angefangen. Mein erster Trap-Beat, den ich jetzt gebaut habe. Ey, Hammer! Den muss ich auf jeden Fall abspeichern. So Leute, ich hoffe, euch hat das Selbstexperiment gefallen und ich hoffe auch, dass es eine Inspiration ist für die Leute, die gerne mit Musik produzieren anfangen wollen. Wie gesagt, wenn euch was interessiert, wie Musik produzieren zum Beispiel, ihr findet alles im Internet, ihr müsst einfach nur die Google-Suchfunktion nutzen und schon werdet ihr eurem Ziel als angehenden Musikproduzenten näher sein, als ihr denkt. Es ist wirklich einfach und es ist kein Hexenwerk. Ein Riesendank geht nochmal an Google raus, dass sie dieses Video hier supporten. Und wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, gerne mit einem Daumen hoch zeigen. Und für die Neuen unter euch, die sich für Musik interessieren, gerne diesen Channel abonnieren und die Glocke aktivieren. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!